Yuan Xiaotian, der Drunken Master, in Saufbold und Raufbold. Ja. Weißt du, was das Wichtigste ist? Dass du ständig die Technik änderst, dann kann sich der Gegner niemals richtig auf dich einstellen, verstehst du? Noch einmal hat er gelehrige Schüler, die er in seinen unnachahmlichen Kampftechniken ausbildet. Ich hab nicht gedacht, dass der alte Saufbold dir die Todesfaust zeigt. Er hat sie mir nicht gezeigt, ich habe sie allein gelernt. Du kannst von mir aus jede Technik rausholen, die es im Kung Fu gibt. Ich kann alle besser. Klar, dass er besser ist, denn bei seinem Meister gibt's zum Training einen Schluck Soup. Saufbold und Raufbold. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist doch nicht zu fassen. Sein Lehrer hat einen Trink aus ihm gemacht. Saufbold! Jetzt lasse ich die Sau raus. Nummerier schon mal deine Knochen, damit du sie nachher wiederfindest. Hör lieber auf, bevor es zu spät ist. Du bist so langsam. Ja, wer so ein Tempo vorlegt, ist schwer zu treffen. Und den alten Meister freut's. Ich brauche nicht viel, das weißt du ja. Das bisschen, was ich esse, kann ich auch saufen. Jetzt lernst du eine Fußtechnik kennen, dass dir die Ohren klingeln. Oho. Hey. Ja. Wer so mit dem kostbaren Wein umgeht, hat nichts anderes verdient. Gleich denkst du, ein Elefant hat dich getreten. Hallo, Schlagzug, Dicker. Der Rahmen steht dir gut, du kannst dich als Bild an die Wand nageln lassen. In seiner letzten Rolle säuft sich der Drunken Master auf die Rente zu. Dessen Saufbold hängt sogar im Schlaf an der Flasche. Saufbolde hören auch im Schlaf sehr gut. Hier geht's nicht weiter. Sag das. Aber bevor er abtritt, hat er sein Können an seinen Meisterschüler Yue Sintin weitergegeben, der nun genauso fröhlich mit den bösen Feinden aufräumt. Los her mit deinem Fangstocher! Ich greife in die Tiefen der unerschöpflichen Trickkiste und hole das amerikanische Boxen raus. Gut, darum bist du der Größte, das kann keiner so wie du. Aber erst muss ich aufs Klo. Der hat nicht nur die Hosen, sondern auch gleich die Schnauze voll. Hier, nimm den Zahnschützer, ja, dann schuss ich so wie Chef. Und auch seine Schülerin Li Ming hat die richtigen Schläge drauf. Das hört sich aber ziemlich morschen trocken an. Du musst mal wieder zum Abschmieren und Öl wechseln. Du bist doch hier der Dorf-Kung-Fu-Oberlehrer. Ja. Ob Todesfaust, Drachenklaue oder der schmetternde Bambusstab. Seine Kampftechniken sind die besten. Keiner kämpft wie er, keiner säuft wie er. Der wirklich einzig echte Drunken Master in seiner letzten Rolle, bevor er endgültig in Rente geht. Wer ihn nochmal erleben will, muss diesen Film sehen. Saufbold und Raufbold.